Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück hier zu Secret. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut wegen der Quest. Wo haben wir sie denn? Hier, vergiftete Brunnen. Und das sei irgendwo im Wald, wo wir die Quest gemacht haben mit der einen Tussi gestern. Das muss dort irgendwo sein. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal um. Aber erstmal muss ich zu einem Händler gehen. Weil ich glaube, ich soll mal wieder den ganzen Scheiß verkaufen. Ich habe jetzt zu viel Zeugs und das muss jetzt erstmal weg. Normal gucke ich ja nicht nach, ne? Aber, oh, der das ist ein goldener Magierstab. Den behalte ich mal. So, das andere Zeug hier, das können wir eigentlich mal gleich weg. Das rote, das können wir eh nicht benutzen. Das hier wollte ich mal probieren, ob ich das auch eine Waffe machen kann, das Zeug. Das ist ja auch sowas, ne? Amulette. Ich glaube, das kann man nicht auch benutzen. Dann mit dem Schaden, erwarteter Schaden und so. Feuerresistenz, Giftresistenz, genau. Das Zeug kann man benutzen. Und das hebe ich jetzt einfach mal hier auf. Und schauen wir das mal an. So, hier haben wir noch Schuhe. Was ich aber nicht glaube, dass die besser sind. Nein, die sind nicht besser. Die sind eher schlechter. Hauen wir die weg. Das Schwert ist bestimmt auch nicht besser. Das ganze Zeug hier. Da ist, glaube ich, nichts Besonderes dabei, ne? Auch weg hier, Kampfmagier, warte mal, ein Gürtel. Ein Gürtel, ein Gürtel, ein Gürtel, ist ja gut. Nee. Was haben wir hier noch? Nein. Das Ding heben wir mal auf, da können wir wieder ein bisschen uns verbessern. So, da haben wir noch ein Helmchen. Erwarteter Schutz 61. Erwarteter Schutz 40, naja. Da haben wir nochmal ein Gürtel, den kann man glaube ich auch wegmachen. Und das kann man auch weg. Und den Ring heben wir mal auf. Der ist auch nicht so das Wahre. Und da haben wir noch einen Kopf gekriegt. Den heben wir auch auf. Und da ist auch nochmal ein Ring. So, das Zeug werden wir erstmal nicht verticken. Und den Stab gucken wir uns später mal an. Weil jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich nochmal ein bisschen was zu saufen bekomme. Jawohl, einmal bitte alles durchkaufen. So. Was ist das? Ach, sowas brauchen wir nicht kaufen, wa? Das ist eh teuer wie die Sau. Ich habe doch kein Gold. Ich habe nur noch 215.000 Gold. Und ein paar zerquetschte. Das ist wenig. Das ist nicht viel. Okay, jetzt suchen wir nochmal den Weg. Komme ich hier raus? Karte kurz angucken. Das müsste dann hier irgendwo ein Weg sein, wo wir hinkommen. So habe ich das jetzt zumindest mal verstanden. So, jetzt pass mal auf, hier sind schon ein paar Gegner hier. Da ist die Tussi, ne? Der haben wir ja geholfen, glaube ich. Das ist die Tussi, genau. Und jetzt soll hier irgendwo ein Weg sein. Irgendwo soll hier was sein. Guck mal hier. Sieht so aus, als wenn hier was wäre. Ist hier, geht's hier rein? In dieser Gegend kann sich niemand mit mir messen. Guck mal, ist das eine Höhle da drüben? Nee. Also hier müsste es irgendwo sein, ein Eingang in eine Höhle. Da müssten dann die Banditen drin sein, wo das Gegengift haben. Warte mal, vielleicht da oben, oberhalb. Vielleicht geht es hier irgendwo rein. Hier vielleicht, warte mal, wenn wir hier aus dem Lager rausrennen. Irgendwo geht's rein. Da bin ich mir sicher. Ich bin hier richtig. Vielleicht hier rausgehen. Guck mal, hier ist ein Weg. Da ist eine Höhle. Da kann sein, dass wir hier rein müssen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach du meine Güte, da sind lauter Zombies drin. Und die sind auch noch richtig stark hier. Das ist ein Boss-Zombie. Deswegen. Oh, der haut uns aber schon die Fresse voll. Eure ungebildeten Gefolgsleute. Ach du Scheiße. Ey, jetzt ist gut hier. Hau ihn jetzt mal weg. Boah, der hat richtig gute Erfahrung gegeben. Der kriegen wir. Ah ja, okay, ein paar Sachen haben wir gekriegt. Oh, da brauchen wir ganz schön Heiltränke hier. Und mein Kamerad hat es umgehauen. Raus aus der Pfütze! Wow! Alter!
Scheiße. Boah. So, nochmal. Bin ich hier richtig? Ah, ist noch Cooldown drauf. Scheiße. Das Problem ist, wenn mir jetzt die Heiltränke drin ausgehen, dann haben wir echt ein Problem. Komm, hause weg. Aber die geben richtig gut EP hier. So, ein bisschen Hilfe. Bisschen Hilfe. Hey, was ist los? Muss aufpassen, dass ich nicht alle anlock. Ah, der Drecksack ist aufgestanden nochmal hier. Jetzt aber. Ich glaube, jetzt ist er down. Junge, Junge. Boah. Scheiße, sind die stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Höhle ist, ne? Das ist ja brutal da oben. Gucken, ob der Händler nochmal irgendwas hat für uns. Boah. Ich brauch Tränke, nicht so ein Shit. Jetzt hat er wieder. Also wir müssen die ganzen Heiltränke einkaufen. Mann, 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 Mann. Komm. Mach mir noch mehr Tränke. Jetzt hat er nichts mehr. Toll. Nur noch mal reingehen. Na, das war's. Also wie gesagt, hier ist eine Höhle. Schau ich auch mal, ob das... War das echt die richtige? Da waren doch keine Banditen drin, da waren irgendwelche heftigen Zombies drin, aber... Die sind jetzt voll schwer. Vielleicht habe ich mich irgendwie verguckt und... Vielleicht muss ich da drüben irgendwie das regeln. Hier vielleicht. Hier ist ein Weg, wo reingeht. Seht ihr das? Das sieht jetzt schon eher aus nach dem richtigen Weg. Das andere ist ja Selbstmord. Aber da werde ich noch reingehen, die mache ich noch platt. Das ist ja klar. Sobald ich ein bisschen stärker bin, dann will ich das ausrotten hier. Ey, guck mal, hier sieht's gut aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Geil. Auf jeden Fall. Hier geht's in eine Höhle rein, oder? Yes. Jawohl, ja. Hier sind wir in der Höhle. Das sieht gut aus. Jetzt werden wir die erstmal hier durchsuchen. Da ist eine Truhe. Oh, da ist sogar was drin. Habe ich es aufgehoben? Nein. Jetzt haben wir es. Ah, da hinten ist ein Boss. Der hat bestimmt den Trank, den wir brauchen. Ja, hier ist schon einfacher hier drin. Oh, oh. Hau weg. Der Dreck. Hau mal den Klammer um. Genau, kümmere dich mal um die anderen da hinten. Oh. Eure Qualitäten als Anführer kenne ich nicht. Oh, scheiße. Doch das als Kämpfer werden sich jetzt offenbaren. Wir mal und die restlichen jetzt hier wegkloppen. Junge, Junge. Ah, der hat was dabei gehabt, oder? Eine geheime Nachricht hat er gehabt. Hier gibt es noch eine Truhe. Da ist noch was für ein Pferd. Da ist auch noch mal eine Truhe. Und hier ist noch eine. Gold. Sonst nichts. Haben wir jetzt den Trank?
Moment. Ach, hier unten kann man das nicht sehen. Also wenn, dann kann ich mir nur vorstellen, dass das hier die richtige Höhle ist. Da sind noch welche auf dem Friedhof. Die sind aber irgendwie riesig, oder? Oder sehen die nur so aus? Nee. Das sind normale Gegner. Gehen wir mal rein. Ah, nee. Okay, alles okay. Nichts Besonderes. So, dann brennen wir die mal weg. Hey! Kann man hier was plündern? Ja. Alles, was ich hier finde. Schöpfer der Welt. Die Leiche eines Mannes. Da ist noch nicht. Was? Ein Grab? Mein Schatz. Die Leiche eines Mannes. Und ich hab's. Ah! Perfekt. Wieso habe ich das Richtige eingesammelt? Drachen sind keine Gegner. Er muss es ja wissen. Deswegen ist er auch tot. So, jetzt hauen wir die restlichen Feinde hier noch weg. Und an dem Ort können wir die Quest abgeben. Alarm! Ja, ja. Ist okay, mein Freund. Oh, wir sind bald wieder in Stufe gestiegen. Geil. Bald ist es wieder soweit. So, wem darf ich denn die Quest geben? Wer hat denn die Ehre? Na? Da ist einer. Guck mal hier, der da. Spriche mit mir. Ihr habt das Gegengift. Dies sind gute Neuigkeiten. Doch diese Botschaft... Wer beauftragt diese gedungenen Schurken zu solchen Misstaten? Es scheint, ihr habt in ein Nest voller Wespen gestochen. Seid wachsam. Ach, und hiermit dank euch die Krone. Was will ich mit einer Krone? Warum soll mir die Krone danken? Ich will Gold. Gold, Eisen, Erz, Waffen, alles was es gibt auf dieser Welt. Und hier haben wir eine Truhe, da können wir ein bisschen was reinsetzen. Da haben wir noch ein Amulett drin. Da mache ich mal den Stab rein. Den hebe ich auf jeden Fall mal auf. Wäre geil, wenn man da noch was draufsetzen könnte. Obwohl, diese Waffe ist ja besser. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Da kann man sich jetzt wieder drum streiten, was besser ist. Das hat halt hier noch ein paar Slots, die ich... Ja... schön ausgerüstet habe, aber der Magierstab ist natürlich auch kein Fehler. Aber er nimmt mir zu viel Platz weg. Ach, die Dinge kann ich eigentlich gleich benutzen. Gut. So, jetzt brauchen wir kurz einen Händler, den anderen Scheiß verkaufen, wo wir nicht mehr brauchen. Und dann gibt es hier wieder viele, viele Quests. Verdammt, wo war jetzt der Händler? Ach, da war... hier drüben. Stimmt, da war ja was. Hier im Häuschen. Hi. So, alles verticken. Gut. Wir sind ja ziemlich arm, ne? Was gibt's? Ich möchte noch deine Tränke plündern. Sehr wichtig. Immer gucken, dass ich ein bisschen die Tränke wegkriege. Während der Wirkungsdauer zerstören Untote heben sich nicht wieder. Ah, okay, das gegen Untote. Reduzieren von Vergiftungen. Alle Kombos werden um ein Viertel aufgeladen, mit Rechtsklick benutzen. Und mehr Erfahrung während der Wirkungsdauer. Auch gut.
muss ich mal ein bisschen was saufen von dem Zeug, dass wir mehr Erfahrung kriegen. Dann leveln wir mal ein bisschen schneller. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Da können wir da, oh, da gibt es so einige an Quests, wo wir einsammeln dürfen. Viele, viele, viele bunte Quests. Oh, das ist ja nur ein Feld. Ich habe gedacht, da geht's runter. Ja, also. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Ich möchte gar nicht aufhören mit Spielen eigentlich, aber... Ich habe noch andere Projekte, die ich am Laufen habe. Aber wir machen mal kurz das Level noch voll. Vielleicht schaffen wir es noch von den Erfahrungspunkten her mit denen. Komm schon. Stirb. Ah, das war knapp. Nein, wir haben es nicht geschafft. Da unten ist auch noch ein Haus. Vielleicht haben die auch noch eine Quest. Ich muss mich doch um alle kümmern. Ich kann nicht einfach jetzt gehen. Hey! Wie jetzt? Kein Haus? Wollt ihr mich verarschen? Nee, kein Haus. Da oben ist noch eins. Ein unentdecktes Häuschen. Mann, 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 rennen hier Feinde rum. Auch nicht gereicht. Eieieiei. Ah, ja, aber nicht mehr viel. Dann haben wir's. Vielleicht haben sie auch noch Quests für uns. Hier unten. Nein. Leider nicht. Komm, geh rein. Rein in die gute Stube. Hm. Nichts drin. Na? Zerbrochene Beinschienen. Gut. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt hier ein kleines Päuschen. Und dann schaffen wir es im nächsten Part mit dem nächsten Level. Und dann sind wir noch stärker wie jetzt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Tschüss!